Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich erzähle euch etwas über das Examen, die Examensvorbereitung, mein Erlebnis mit dem Examen. Los geht's. Schon im ersten Semester sagten die Tutoren, wir haben bereits jetzt mit der Wahl des Studiums verloren. Aber merkt euch das, sagten sie uns. Vier gewinnt. Ja, ja, das tut's. Doch wie ich leider später herausfinden musste, die Prüfer kennen deine Noten, also nichts mit gerade so durchkommen. Wollt ihr wissen, was ich mir aus meiner ersten Vorlesung gemerkt habe? Die folgenden Worte des Professors. Keine Gnade. Schaut nach rechts und dann nach links, Kinder. Diese Person seht ihr hier nie, nie wieder. Angst machten uns also alle. Tutoren, Professoren, AG-Leiter, selbst Freunde von außerhalb, die fragten, Jura? Wirklich? Das soll so schwer sein. Täglich wurde der Druck aufgebaut. Manch einer streckte einem anderen gegenüber den Ellbogen raus. Doch wahre Freunde habe ich gefunden. Die Zeit mit ihnen würde ich niemals tauschen. Das sage ich unumwunden. Viele Semester vergingen, da stand man schon vor der härtesten Wahl des Lebens. In welches Rep soll ich nun gehen? Universitäres, kommerzielles, keins? Ach, haben wir uns das schwer getan. Im Endeffekt ist diese Wahl doch sowieso vertan. Die Repetitoren. Seien sie auch lieb und nett. Angst machen können sie alle perfekt. Arbeite alles nach, merke dir alles. Wenn du das Schema nicht im Schlaf aufsagen kannst, ja, dann kriegst du auf deine Klausur ein Mangelhaft. Doch mit Motivation und Disziplin, damit nähere ich mich meinem ersten Klausurtermin. 1,5 Jahre arbeitete ich auf diesen Tag hin, nur um in einem Freizeitheim meine erste Examensklausur zu schreiben. Hannover, Montagmorgen. Einer der wichtigsten Tage in meinem Leben, wenn man dem glaubt, was die anderen so reden. Erheblich gestresst, fast am Weinen, habe ich im Stau auf dem Schnellweg gestanden. Pflanzliche Beruhigungsmittel habe ich in Überdosis genommen, sodass mich selbst der Niesbrauch in der Klausur nicht aus dem Konzept bringen konnte. Alle Paragraphen schnell mal gelesen. Trotzdem hatte ich die Zeit, dort was Gutes hinzukritzeln. 906 doppelt analog. Na, weiß jemand, was das ist? Nein? Es sagt keinem was von euch was? Vollkommen okay. Denn ganz ehrlich, mir sagt das auch immer noch nichts. Doch mit gutem juristischen Verständnis und Argumentation habe ich den Sachverhalt gelöst bekommen. Stolz war ich schon damals auf mich. Auch wenn ich wusste, vorbei ist das Ganze noch nicht. Im April musste ich dann nämlich nochmal ran. Diesmal strafrecht und öffrecht. Also das, was ich kann. Doch ach, wie groß die Verwunderung war, als im Öffrecht zweimal Staat sogar dran kam. Ich schaue mich um, Kopfschütteln, verwirrte, traurige Blicke im Saal. Dabei sollte es doch so viel besser sein. Letzte Klausur, die Uhr tickt 13.30 Uhr. Stifte weglegen, heißt es. Geschafft, das dachte ich. 3 Monate später saß ich wieder in der Bib. Und nein, 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 sagt mir mein Gewissen, du hättest schon längst für die mündliche zu lernen anfangen müssen. Denn ab Anfang September wirst du geprüft, mein Kind, schrieb das LJPA in einem Brief geschwind. Aber was bedeuten schon Fristen für Juristen? Die Ladung kommt Anfang August, am 28. schon ran, du musst. Protokolle fix angefordert, es sind 600 Seiten zu lesen. Bitte, bitte, lieber Gott, lass meine Prüfer immer denselben Kram prüfen. Nach mehreren Stunden stelle ich mit Bedauern fest, geprüft wird alles, du Juraknecht. So steht für uns alle die schrecklichste Zugfahrt an, nach Celle, zum Landesjustizprüfungsamt. Der Prüfer sagt nach der Begrüßung zu uns, man kann ja nicht immer nicht dasselbe prüfen. Ich dachte, wir lösen einen schönen Fall im Mietrecht. Doch mal wieder geirrt habe ich mich. So erzählt er uns diesen kurzen Sachverhalt. Bürger B verbirgt sich vor Schuldner S, nun machen Sie mal. Bürgschaft kam nie in den Protokollen vor. Was mache ich denn jetzt? Oh, oh, oh! Ich beruhige mich, sortiere meine Gedanken und plötzlich erinnere ich mich an meine Karteikarten. Denn man ist vorbereitet, man wird es gut machen, also habt keine Angst, es ist nur ein Examen. Einfluss auf den Prüfungsstoff haben wir nicht, ist doch eh alles wie eine Glückslotterie. 6 Klausuren, ob aufgesplittet oder in einem Zug zu schreiben, das kriegt ihr schon hin, denn Jura ist ein tolles Fach. Brennt dafür und brecht es nicht ab. Die Examenszeit ist lang und es ist nicht immer leicht.
Dass es auch schön ist, sage ich euch jetzt gleich. Nicht nur versteht man Jura endlich voll und ganz. Der Spaßfaktor war präsent. Selbst mit dem auf Karteikarte gemalten Tannenbaum in der Weihnachtszeit. Jura-Memes, unser tägliches Brot. The Floor ist Immobiliarsachenrecht. Ohne die wäre ich längst fort. Zusammen am selben Tisch in der Bib, jeden Tag aufs Neue. Wenn sich da mal wer anderes dran gesetzt hat, der würde halt nicht weggebeten. Die Mittagspausen haben wir in der Kantine verbracht. Und verquatscht haben wir uns beim Kaffee. Ebenfalls Tag für Tag. Also genießt die Zeit. Habt keine Angst. Unterstützt euch. Gemeinsam schafft ihr das. Vielen Dank.